Und damit willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Boah, mir ist was richtig Hammergeiles eingefallen. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel dieser Episode gesehen. Und zwar, ich werde jetzt kurz einen Cut machen und zwar mich mit der Supercell-ID. Also, ich gehe da mal kurz drauf. Und zwar, jetzt bin ich noch verbunden und ich trenne mich. Ich will jetzt da nicht draufklicken, weil wenn man jetzt da draufklickt, dann sieht man dann unten meine E-Mail-Adresse, die natürlich ja keiner sehen soll. Darum, wir machen es so. Also man muss jetzt quasi auf verbunden klicken und dann unten ist dein Account da, mit dem du angemeldet bist bei der Supercell-ID, den du dann abmeldest. Ich werde das machen. Ich werde jetzt einen kurzen Cut machen, dann sehen wir weiter, was dann passiert. Also, kurzer Cut, bis gleich. So, da bin ich und nein, wir wollen das Dorf jetzt nicht laden und jetzt das Tutorial. Willkommen im Häuptling. Hammer. Hammer, dieses Tutorial, weiß ich nicht, mir ist es einfach spontan eingefallen, wir machen jetzt das Tutorial einfach mal. Ah, was ist das? Noch ein... Also ich kann das gerade kaum lesen, weil der Bildschirm bei mir so klein ist. Oh nein, die Koboldhorde, schnell, stell keine Kanone auf, unser Dorf zu verteidigen. Ja, wer kann sich daran noch erinnern? Ja gut, das haben sie bearbeitet, darum werde ich wahrscheinlich den Titel nehmen. Wie nennt man das jetzt hier nochmal? Jetzt habe ich einen Text hängen. Jetzt habe ich einen Texthänger. Auf jeden Fall das Tutorial. So. Tutorial Clash of Clans 2020. So werde ich irgendwie in der Art den Titel auch nennen. Genau. Denke ich mal, so wird es heißen. Richtig, wer kann sich daran noch erinnern? Ja, ich weiß, 2020. Die Dame ist ein bisschen. Sag ich mal, so sieht ein bisschen besser aus. In der Hinsicht, genau. Haben jetzt Magier gekriegt. Machen jetzt einen Angriff. Und jetzt mein Tipp an alle. An alle. Und zwar, wir setzen nicht alle Magier. Wir setzen die zwei, genau so, wie ich es jetzt hingesetzt habe. So macht ihr das auch bitte, wenn ihr neu anfangt. Die anderen heben wir auf. Denn hier geht keine Zeit verloren. Wir haben ruhig Zeit. Und das wäre jetzt eine Verschwendung. Denn Magier haben wir in der Hinsicht noch nicht. Und die können uns, sag ich mal, sehr nützlich sein. Das habe ich bis jetzt immer schon so gemacht. Wow, gut gemacht. Danke. Genau, jetzt wird das wahrscheinlich so sein, dass wir schon ein, zwei Gebäude bauen. Jetzt in dem Fall einen zweiten Bauarbeiter. Kostet 250 Juwelen. Ich kann schon mal verraten, am Ende werde ich einfach noch jammen, weil ich was versuchen möchte. Was ich versuchen möchte, das zeige ich euch, würde ich euch aber nicht raten. Also nicht machen, das was ich dann mache, denn Juwelen sind sehr kostbar und die nicht verschwenden, wie wir es auch hier machen. Die 8 Sekunden können wir uns einfach ruhig nehmen. Und das machen wir jetzt auch, denn da brauchen wir kein Juwel für verschwenden. Ist in dem Sinn ein bisschen Schwachsinn. So, genau ein Lager bauen wir jetzt. Dauert jetzt auch nochmal 10 Sekunden. Die 10 Sekunden warten wir auch nochmal ab. Ey Leute, schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Wie findet ihr das? Hammergeil oder hammergeil? Ich finde das hammergeil. Ich kann das mal 4 betonen. Hammer. Einfach nur Hammer. Ich muss hier zwischenzeitlich nochmal einen kurzen Cut machen. Denn in der Aufnahme war eine Benachrichtigung gewesen und dann hat jetzt noch das Telefon geklingelt unten. Ey, nie schreibt einer einen an, nie klingelt das Telefon, es sei denn, man nimmt auf. Ist egal, ich wollte es einfach euch nur mal kurz erwähnen, falls was da auf einmal plötzlich anders aussieht oder so, also von dem Tutorial her. Ist jetzt egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Kaserne. Und bilden jetzt auch mal, wir warten jetzt erstmal ab. Danach werden wir wahrscheinlich die ersten Truppen ausbilden. Was sind das für Truppen? Natürlich Barbaren, also Magier ja nicht. Denn die ersten Truppen sind ja Barbaren, die werden wir jetzt auch ausbilden. 3 Minuten, das machen wir jetzt mal. Und zwar, wir sagten, dass dieser Account wirklich weiter funktioniert. Also quasi, ich verbinde mich natürlich wieder mit meiner Supercell-ID. Und hier auch wieder Magier aufsparen. Das schaffen wir auch so mit den Barbaren. Wir sagten das.
dass ich, wenn ich mich mit der Supercell-ID anmelde, habe ich ganz normal meinen MK1-Account. Und wer sagt denn dann, wenn ich mich wieder abmelde, dass ich dann wieder diesen Account habe? Der ist nicht gespeichert, ja, und hier sind irgendwelche Gesichter. Hier sind Gesichter. Seht ihr das? In der Mitte, hier sind irgendwelche Gesichter. Aber das soll jetzt gar nicht Thema dieser Folge sein. Aber jetzt soll gar kein Thema jetzt sein. Sondern halt. Genau, Moment, jetzt habe ich. Ja. Und zwar, den Namen geben wir jetzt ein. Wir nennen uns MK3. Natürlich habe ich es jetzt auch rausgeschnitten, da man das ja nicht sehen soll, weil darunter meine E-Mail-Adresse und so gewesen war. Ja, ist egal. Also MK3 heiße ich in dem Fall. Und wer sagt denn das, dass wenn ich mich wieder abmelde mit der Supercell-ID, dass dieser Account bleibt? Er ist nicht gespeichert. Ja, aber wer sagt denn das, dass ich das in diesen Account habe? Vielleicht ist es ja umsonst. Ich werde gleich versuchen, die Clanburg zu machen. Dafür werde ich gemmen. Also quasi Gems ausgeben, um die Clanburg zu verbessern, um bei uns in den Clan reinzukommen. Denn das Tutorial ist jetzt vorbei, wie man sehen kann. Was sagt ihr zum Tutorial? Wer kennt das noch? Wer kennt es nicht so? Wer kennt es, wer hat es anders in Erinnerung gehabt? Wer kennt es vielleicht so? Vielleicht, wer hat es in Erinnerung noch so gehabt? Genau so, wie es jetzt war. Genau, und zwar, wir müssen jetzt erstmal Goldlager verbessern, machen das, ja, 5 Juwelen, werden wir dafür ausgeben. Mein Tipp, wie gesagt, an euch, macht das an für sich, wenn ihr richtig spielt, nicht. Und zur Info, links oben seht ihr jetzt meinen Namen, MK3, MK2 ist ja bei uns im Clan drin, in dem HR-Clan, und genau, kann ich aktuell noch nicht zugreifen, weiß ich nicht, vielleicht kaufe ich mal einen neuen Akku oder... Das Handy hat eine leichte Mackung, ich kann da auf jeden Fall nicht reinkommen. Das ist halt das Problem. Wenn wir, genau, das ist jetzt anders. Sonst hätte ich jetzt das Rathaus schon verbessert, was nicht geht. Ich muss erstmal alle Gebäude bauen. Ob das jetzt der Fall sein wird, ob wir es jetzt bauen, würde ich erstmal nicht sagen. Denn ich werde erstmal in der nächsten Episode versuchen, hier reinzukommen. Oder generell versuchen, hier reinzukommen. Werde, sag ich mal, okay, wir machen es so. Ich werde nachher, werde ich mal schauen, ob ich, wenn ich mich nicht mehr verbinde, wenn ich rausgehe, ob dann dieses Dorf wiederkommt. Falls es der Fall sein sollte, können wir ruhig hier weitermachen. Wenn nicht, dann nicht. Wir sind jetzt auch am Ende dieser Episode. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Clash of Clans wieder.